Hallo zusammen, hier ist Maja Borsunova und das ist eine Sonderausgabe. Denn der föderale Strafvollzugsdienst hat bekannt gegeben, dass Alexei Nawalny in einer Strafkolonie gestorben ist. Und ja, das Letzte, was man jetzt sehen will, ist, was die russische Propaganda dazu sagt. Aber es ist unsere Aufgabe, das zu verfolgen und ihre Lügen zu entlarven. Besonders in Momenten wie diesen. Halten wir gleich fest, was auch immer in der Kolonie im hohen Norden geschehen ist, Alexei Nawalny ist nicht einfach gestorben, er wurde getötet. Vor einigen Tagen wurde Nawalny zum 27. Mal in eine Isolationszelle eingewiesen. Selbst für einen offenen Knopf an der Gefängnisuniform wurde er bestraft. Der Politiker verbrachte 1125 Tage in Haft, davon 295 Tage in der Strafisolationszelle. Vor diesem Hintergrund ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich daran zu erinnern, was Wladimir Putin 2021 in seinem NBC-Interview sagte. Können Sie uns versprechen, dass Alexei Nawalny das Gefängnis lebend und wohlauf verlässt? Ach, hören Sie, solche Entscheidungen trifft bei uns nicht der Präsident. Solche Entscheidungen trifft das Gericht, freilassen oder nicht freilassen. Was die Gesundheit angeht, für alle inhaftierten Menschen ist die Verwaltung der entsprechenden Einrichtung zuständig. Es gibt auch medizinische Abteilungen in diesen Einrichtungen und die beobachten das. Wenn ich ehrlich bin, war ich lange nicht mehr an einem solchen Ort. Einmal in St. Petersburg, und das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ich hoffe, dass in der Zwischenzeit etwas passiert ist, um die Situation zu verbessern. Ich gehe davon aus, dass die Person, die Sie erwähnt haben, genauso behandelt wird wie alle anderen Personen in diesen Einrichtungen. Auf jeden Fall, dass sie nicht schlechter behandelt wird als alle anderen. Er heißt Alexei Nawalny. Man kann ihn nennen, wie man will. Hier auch das, was er etwas früher, nach der Vergiftung, gesagt hat. Das bedeutet nicht, dass er vergiftet werden muss. So wichtig ist er nicht. Wenn wir ihn hätten töten wollen, hätten wir das zu Ende gebracht. Was genau passiert ist und wie, das wissen wir nicht. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Angeblich wurde der Politiker bei einem Spaziergang krank. Sanitäter versuchten, ihn wiederzubeleben. Ein Krankenwagen traf ein, aber er starb. Laut der Propaganda löste sich ein Blutgerinnsel. Viele Experten äußerten sich dazu bereits skeptisch. Wir konzentrieren uns darauf, wie sich die Propagandisten zum Tod Nawalnys äußerten. Die Nachricht wurde zuerst auf Russia One verkündet, wo Vyacheslav Nikonov, der Moderator der Talkshow Big Game, die Nachricht von Nawalnys Tod trocken verlas. Der föderale Strafvollzugsdienst im autonomen Bezirk der Jamal-Njenzen meldet, dass heute in der Strafkolonie Nummer 7 der Häftling Nawalny sich nach einem Spaziergang unwohl fühlte und unmittelbar danach das Bewusstsein verlor. Notärzte stellten den Tod des Verurteilten fest. Die Todesursache wird derzeit ermittelt. Hier eine weitere Meldung. Notärzte stellten fest, dass ein gelöstes Blutgerinnsel die Todesursache darstellt. Der Strafvollzugsdienst entsendet eine Kommission in die Strafkolonie, in der Nawalny gestorben ist. In jedem Fall wird eine gründliche Untersuchung durchgeführt. Anschließend fügte er hinzu: Es ist nun offensichtlich, dass nicht nur die ukrainische Verteidigung in Avdiivka bröckelt, sondern auch der Einfluss des Westens. Und das bedeutet, dass unsere Sache richtig ist. Der Sieg wird unser sein. In den Propagandakanälen dominiert die Version, dass es der Westen war, der in die Strafkolonie in der Siedlung Harp im autonomen Kreis der Jamal-Njenzen eingedrungen ist. Russland hätte ja nichts von Nawalnys Tod. Jeder sollte sein Hirn einschalten und darüber nachdenken. Am Vorabend der Wahlen in Russland, quasi 5 Minuten vor den Wahlen, sagen Sie mir doch,
Wie sehr braucht Putin den Tod von diesem Nawalny? Auch die Leiterin von Russia Today, Margarita Simonyan, sagte, dass niemandem im Kreml ein Tod Nawalnys nütze und es sich für Wladimir Putin generell nicht lohne, vor den Wahlen Aufsehen zu erregen. Es verbreitet sich in den bürgerlichen Medien. Ich habe darauf gewartet, wer zuerst den politischen Mord verkündet. Der Oscar geht nach Lettland. Ihr Präsident spricht von brutaler Ermordung. Ich brauche Ihnen gar nicht erklären, dass alle ihn längst vergessen hatten, dass es keinen Sinn hatte, ihn zu töten, vor allem vor der Wahl. Diese Einstellung hielt jedoch nur für 15 Minuten. Dann stellte sich heraus, dass sich wohl doch jemand für Nawalny interessiert und aufgrund seines Todes Simonyans Telefon nicht mehr aufhörte zu klingeln. Mich haben bereits 5 Opfer beauftragter Untersuchung des Verstorbenen mit ein und derselben Nachricht angerufen. Möge er in Unfrieden ruhen. Nur die große Fastenzeit hindert mich daran, mich dieser Beileidsbekundung anzuschließen. Auch der nächste Beitrag ging in den Propagandakanälen viral. Er wurde vom stellvertretenden Sprecher der Moskauer Stadtduma und Staatsmedienmitarbeiter Andrei Medvedev sowie den Moderatoren Mardan und Golovanov und vielen anderen repostet. Der Text wurde von dem Geschäftsmann Daniil Tulenkov geschrieben. Er verglich Nawalny mit den Gefangenen, die im Krieg starben, und mit dem Mädchen aus Belgorod. Man solle doch besser mit ihnen Mitleid haben. Auch andere Propagandisten machten sich die Opfer des jüngsten Beschusses in Belgorod zunutze. Jetzt besuchen Leute angeblich Denkmäler. Es gibt im ganzen Land haufenweise Denkmäler. Man schreibt, dass die Menschen dort Blumen niederlegen. Verzeihen Sie bitte, ich will nichts Schlechtes sagen. Ich sehe keine großen Menschenmengen. Ich habe mir viele Fotos angesehen und es gibt nicht viele Blumen. Und das Wichtigste, was mich innerlich verwirrt, es macht mich einfach wütend. Gestern hat niemand Blumen gebracht, als ukrainische Soldaten ein 4 Monate altes Mädchen mit einem Splitter getötet haben. Nun zu den Fernsehsendern. Bei den Polit-Talkshows wollte man dem Tod des Oppositionsführers kaum Zeit widmen. Entweder kam das Thema gar nicht vor oder wie hier bei Skabeje war, wurde die Nachricht nur kurz vermeldet und weiter geht's. Der Tod wurde offiziell bestätigt. Die Todesursache Nawalnys wird derzeit ermittelt. Gleich sind wir wieder zurück. Nikolai Rybakov, der Vorsitzende der Oppositionspartei Jabloko, versuchte in der Talkshow Mesto Streci der Familie des Politikers Beileid auszusprechen, wurde aber sofort unterbrochen. Da Ivan mit. Deswegen werde ich Ihre Frage nicht beantworten. Ich möchte mein Beileid zum Tod von Alexei Nawalny ausdrücken und sagen, dass ich hoffe, dass dies endlich dazu führt, dass politische Gefangene freikommen. Welcher Zusammenhang besteht hier? Beantworten Sie meine Frage. Eine ähnliche Situation in den Nachrichten. Russia One und Channel One verlasen in der zweiten Programmhälfte kurz die Nachricht zum Tod von Nawalny und die Tatsache, dass der Untersuchungsausschuss eine Untersuchung eingeleitet hat. Davor hatten die Nachrichten Zeit, über die Lage auf dem Schlachtfeld zu berichten, zu zeigen, wie ein Kriegsreporter von Channel One Drohnen an das russische Militär liefert, über Putins Glückwünsche an den indonesischen Präsidenten zu seiner Wahl ins Amt und natürlich über Putins Reise nach Tscheljabinsk, wo er sich mit Arbeitern traf. Als das Treffen begann, war Wladimir Putin bereits über Nawalnys Tod informiert. Im Laufe des Tages äußerte er sich mit keinem Wort dazu. Mir wurde erlaubt, Ihnen eine Frage zu stellen. Eine beliebige Frage, ohne Einschränkungen. Was mir Sorgen bereite. Wissen Sie, ich habe gar keine Fragen an Sie. Sie sind so... Alles Gute. Während die großen Fernsehsender beschlossen, Nawalnys Tod nicht viel Zeit zu widmen, kann man sich bei Solovyov Live wie immer etwas mehr leisten. Ich habe gehofft, dass die Nachricht des Tages die Eroberung von Avdejevka sein würde. Aber da war ich wohl zu voreilig. Ich weiß, welchen Preis unsere Soldaten für die Befreiung des leidgeprüften Orts zahlen müssen. Aber die wichtigste politische Nachricht ist natürlich der Tod von Alexei Nawalny. Ich werde nicht rumeiern. Das ist tatsächlich ein wichtiges politisches Ereignis.
Jetzt denkt ihr sicher, Sergej Majdan sagt, dass Nawalny der Oppositionsführer war, dass er Putins Hauptkonkurrent war und dass der russische Präsident ihn so sehr verabscheut hat, dass er ihn nicht einmal beim Namen nannte? Nein. Er ist unbedeutend für die Innenpolitik und das Leben in Russland. Niemand sollte sich von der demonstrativen Hysterie täuschen lassen, die verständlicherweise in jenen Kreisen entstanden ist, die auf die eine oder andere Weise mit Nawalny sympathisiert haben und jetzt sympathisieren. Aber auf der außenpolitischen Schiene, über die ich hauptsächlich sprechen werde, ist dies ein wichtiges Ereignis, das zweifellos ernste Konsequenzen haben wird. Und unabhängig davon, dass dieser Mensch erst heute gestorben ist, und es liegt wirklich nicht in der russischen Tradition, schlecht über Verstorbene zu sprechen, aber der verstorbene Alexei Nawalny war gegen Russland. Und weiter kommt das Übliche. Nawalny mochte Russland nicht, obwohl er aus irgendeinem Grund dorthin zurückkehrte, in dem Wissen, dass ihn in seinem Heimatland eine Verurteilung erwartete. Davor wurde er damals auf jede erdenkliche Weise gewarnt. Nawalny verschwand von unserer Agenda, als der Krieg begann. Er verschwand aus unserem Leben, nicht weil er im Gefängnis saß, sondern weil das Land sich, um es milde auszudrücken, für ganz andere Probleme interessierte. Das Schicksal Russlands lag nicht im autonomen Kreis Ханты-Мансийск, nicht in einer Kolonie in Wladimir. Das Schicksal Russlands wurde erst in der Region Saporische, in der Region Donetsk, in der Region Kharkiv entschieden. Dort wurde und wird über das Schicksal Russlands entschieden. Und deshalb ist Nawalny als politisches Subjekt jetzt erst aufgetaucht. Wie aufgetaucht? Wer ist schuld, dass er wieder aufgetaucht ist? 3 Jahre lang haben die russischen Behörden Nawalny schikaniert und alles dafür getan, ihn zum Schweigen zu bringen. Doch laut Majdan und den restlichen Propagandisten stellte er keine Gefahr für sie dar. Gleichzeitig wurden immer mehr Strafverfahren gegen den Politiker eingeleitet. Anwälte wurden ins Gefängnis geschickt, damit immer weniger mit ihm kommuniziert werden konnte. Nawalny wurde mit weit hergeholten Begründungen in Isolationszellen gesteckt. Aber die wichtigste Schlussfolgerung ist erneut: Schuld ist der verdammte Westen, der in dieser Angelegenheit nun für Wirbel sorgen wird. Und was die Außenpolitik angeht, ja, das ist alles sehr ernst. Es genügt, die ausländischen Nachrichtenportale zu öffnen und sich die Kommentare und Erklärungen von Macron, Sunak, Scholz und sogar Zelensky anzuschauen. Natürlich wird dieses Thema an der Außenfront behandelt. Wenn es um die Kriegsführung geht, wird das natürlich eingesetzt werden. Und es wird bereits eingesetzt. Warum? Hat jemand daran gezweifelt? Ich nicht. Wir werden das Verhalten der Propaganda weiterhin beobachten. Passt auf euch auf und denkt daran, dass ihr nicht allein seid, wo auch immer ihr seid. Hier ist Mascha Borzunova. Wir sehen uns. Tschüss.